50 Motorräder auf der Straße. Es ist eine ganz besondere Kolonne, die da im Norden von Berlin unterwegs ist. Wow, das sind alles Frauen. Dieses Freiheitsgefühl, mit dem, dass man halt sich zusammen noch mal so bestärkt, das ist schon, es ist einzigartig. Auch in Italien. Rauf aufs Bike und Spaß dabei. Hier fahren sie Enduro. Eine Maschine nur für Männer? Von wegen. Il contro è che potrebbero avere un po' di pregiudizi, quindi non sempre li hai dalla tua parte, ecco, perché se sei più brava di loro dai fastidio, se sei meno brava sono sempre lì che devono fare mansplaining e ti dicono che cosa dovresti fare. Weg mit den Klischees. Mehr Abenteuer. Dafür gehen die Frauen volles Risiko ein. Irene Kotnik hat eine Mission. Mehr Frauenpower in der Biker-Szene. Nur knapp 14% der Motorräder in Deutschland sind auf Frauen zugelassen. Diese Bikerin will das ändern. So, Hemdchen aus, Schminke läuft. Aber scheiß doch drauf, Haare fallen. Weiblichkeit und schwere Maschinen. Kein Widerspruch, findet Irene. Sie hat die Petrolets gegründet. Ein Netzwerk für Bikerinnen. Heute ist große Ausfahrt. Ich habe halt voll Bock, die ganzen Mädels zu sehen, die ich echt, boah, manche habe ich fast ein Jahr nicht gesehen. Die Sonne scheint und wir können gemeinsam, so lange geplant für diesen Tag, können wir jetzt endlich gemeinsam losknattern. Katja Karasev hat die Rallye in diesem Jahr vorbereitet. Sie hat die Route ausgesucht. Und sie ist für Ablauf und Sicherheit verantwortlich. Sollen wir schieben oder ziehen? Katja begrüßt alle Frauen persönlich und weist ihre Maschinen ein. Ich will, dass wir die Bikes alle ordentlich nebeneinander haben. Und vor allen Dingen für die Abfahrt ist es wichtig. Weil wenn alle nach vorne stehen, fahren alle zeitgleich los. Ihr sagt mir Bescheid, Mädels? Ist alles gut. Du kannst. Stopp. Wenn nicht, stelle ich dir die Rechnung. Und wenn jemand falsch rumsteht, fällt er einfach langsamer los. Wir wollen ja niemanden verlieren. Und ich muss leider Gottes wieder einweisen. Sonst würde ich gerne mit euch weiter quatschen. So schön, dass ihr da seid. Hallo. Für die Frauen sind das Wiedersehen und die Ausfahrt ein Riesenspaß. Aber die männlich dominierte Motorradszene meckert gern mal über solche Events. So schön, dich zu sehen. Katja kennt die Macho-Sprüche aus eigener Erfahrung. Wir haben schon alles Mögliche gehört. Wir haben auch gehört, ja, wenn man dann so viel lacht und so viel Spaß hat, dann ist man ja gar nicht konzentriert auf dem Motorrad. Man muss total konzentriert sein. Hier ist jeder konzentriert, weil es geht ja auch darum, wenn einer nicht konzentriert ist, kann das eine Gefahr für alle bedeuten. Ne? Aber man kann auch beides sein. Man kann auch eine gute Motorradfahrerin sein oder gut fahren, konzentriert sein und trotzdem lachen. Irene ist vor kurzem Mutter geworden. Tochter Amelia ist fast überall dabei und soll schon früh Bikerinnenluft schnuppern. Alles die Motorräder fahren Frauen. Ist das nicht toll? Die winken mir zu? Ja. Willst du mal kurz nehmen? Ja. Aber du musst den Kopf halten. Ja, der ist nämlich noch nicht ganz. Ja. Oh mein Gott, hallo, du Prinzessin. Ich wusste das, ja. Ist eine 7. Eine 7? Ja, die ist 3 Monate alt. Oh, ich kann gut. Heute ja, leider danke, nicht danke. Fahren. Auf Wiedersehen. Heute Morgen bin ich das erste Mal wieder aufs Motorrad gestiegen, seitdem ich entbunden habe. Und es war echt im ersten Moment schon ein bisschen. Also ich habe schon ein bisschen gezittert. Also ich weiß noch, wie mein Partner so nachgerufen hat, bitte mach langsam. Endlich wieder aufs Bike. Und Amelia darf sogar dabei sein. Im Transporter ist die Mama heute dicht auf den Fersen. Also Mädels, Baby ist das Wichtigste. Ich habe die Kommunikationssystem in meinem Helm. Das heißt, ihr müsst mich einfach nur anrufen, ganz normal auf meine Mobile-Telefonnummer. Und dann höre ich euch.
Einwandfrei, habt ihr es verstanden? Alles klar. Ah, super. Weiblich, hetero, lesbisch, trans, jung und alt. Die Petrolettes feiern sich und ihre Gemeinschaft. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass es solche Events gibt, weil es viele Frauen gibt, die eingeschüchtert sind und vielleicht keine gute Community um sich herum haben aus Motorradfahrern, die sie unterstützen. Wir sind nicht gegen Männer. Es geht auch nicht darum, Männer komplett auszugrenzen. Aber es gibt leider Gottes eben auch immer wieder Gruppen, die sehr judgy sind, die sich lustig machen, wenn man Fehler macht. Wir alle machen Fehler, wir alle lernen dazu. Wir tauschen uns aus, es soll ein Safe Space sein. Und das funktioniert manchmal leider einfach ein bisschen besser, wenn man unter Frauen ist. Frauen bringen Irene und die Petrolettes heute auf die Straße. Die geballte weibliche Präsenz ist auch ein Statement. Die Bikerinnen wollen sichtbar sein. Ich find's total geil. Ich bin so begeistert. Ich bin ja schon so lange nicht mehr gefahren. Und dann hast du die Möglichkeit mit so vielen Mädels und ich lass mich gerne auch nach hinten fallen und du siehst die ganzen Mädels, die an dir vorbei donnern und dann, weißt du, die so vor dir in dieser Schlange fahren. Ich weiß nicht, es ist so viel Gänsehaut, ich kann es gar nicht beschreiben. Mega geil. Diesen Adrenalinkick erleben auch die, die zum ersten Mal dabei sind. Geil, aber ich finde, wir sind auch zwischendurch ein bisschen zu schnell gefahren. Nee, über 100 bin ich nicht gekommen. Nee. So, ihr Zuckerpuppen. Auf geht's. Auf geht's. Amelia ist zufrieden und satt. Irene hat sie noch schnell gestillt. Jetzt geht ready! Bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Los geht's. Komm mal. Ja, das Baby ist versorgt. Wir können weitergehen. Die Leidenschaft fürs Motorrad und die neue Rolle als Mutter. Bei den Petrolettes kann Irene beides leben. We made it! Oh. Woohoo. Yay. Nach 80 Kilometern in der Kolonne ist erstmal wieder Amelia dran. Auf jeden Fall. Verwundert es mich auch und ich bin auch sehr glücklich darüber, habe ich keinen Schiss vor dem Motorradfahren. Es hat mich nicht so mitgenommen, dass ich sage, okay, ich kann als Mutter nicht mehr aufs Motorrad steigen, sondern ich bin bei der Sache und ich habe ja noch immer alles in mir an Feuer und Flammen und ja, das muss weiterhin auch so gehen. Den Platz, den möchte ich mir einräumen, der ist wichtig. Nicht nur auf der Straße beweisen immer mehr Frauen, dass Mut und Abenteuerlust selbstverständlich auch weiblich sind. In Ligurien trifft sich der Nachwuchs. Am italienischen Alpenpass Collo di Nava wollen die Frauen zeigen, was sie drauf haben. Domitilla Quadrelli hat den Workshop organisiert. Ihre Leidenschaft sind Enduro-Maschinen. La cosa più importante. Questo davanti. Secondo me è importante che le ragazze inizino a guidare in fuoristrada perché è bellissimo ed è divertente. E secondo perché ci sono poche donne e quindi io vorrei che in questa industria in futuro ce ne siano sempre di più perché poi quando iniziano di solito sono anche molto molto brave. Schon als kleines Mädchen hat Domitilla vom eigenen Motorrad geträumt. Seit mehr als 5 Jahren organisiert sie Enduro-Bootcamps. Ein Wochenende, an dem Frauen lernen, wie sie die Maschinen im Gelände fahren und eine gute Zeit haben. Ganz ohne Männer. Guidare la moto in un paese in cui lo guidano principalmente uomini ha dei pro e dei contro. Pro, perché in un certo senso viene sempre vista come un'eroina. E il contro è che potrebbero avere un po' di pregiudizi, quindi non sempre
li hai dalla tua parte, ecco, perché se sei più brava di loro dai fastidio, se sei meno brava sono sempre lì che devono fare mansplaining e ti dicono che cosa dovresti fare. Elisa. Enrica Perego stellt den 12 Frauen Helme und Maschinen zur Verfügung. Sì. L'importante è che non metti la mascherina sulla mentoniera del casco, okay. Sennò si rovina tutto. No, sì. Metti prima dentro. No, sì. Metti lì dentro. Die 56-Jährige ist eine Rallye-Ikone und Vorbild für viele der jungen Frauen hier. Sono stata un campione italiano, tre volte ho corso, ho fatto la competizione, ma io mi emoziono quando dico questa cosa. È veramente bellissimo dare la stessa opportunità a tutte queste ragazze. È talmente un'emozione che io ho la pelle d'occhio e mi viene da piangere. Auch im Enduro-Motorsport sind Frauen noch die Ausnahme. Hier im Bootcamp sind die meisten Anfängerinnen. Viele waren noch nie im Gelände unterwegs. No, non sono qua da sola, sono con mia sorella, che lei fa rally un po' più seriamente e mi trascina sempre nelle sue avventure, nelle sue pazzie. E io, va bene, ok, quindi vado sempre dietro e questa è una delle sue follie che mi ha tirato dentro. Ohne Männer im Camp fühlen sich viele freier. Salvetta, Rosso! Peinlich ist hier nichts, wenn Schwesternschaft gefeiert wird. Sì, mi ricordo la prima volta che sono andata in fuoristrada, infatti rivedo molto della loro emozione anche nella mia e me la attaccano, cioè me lo sento dentro. È molto bello, ti senti parte di come una nascita, una nuova nascita, perché per tante di loro è trovare un nuovo amore. Die Entscheidung für das Gelände erfordert Mut und Ausdauer von den Fahrerinnen. Abseits der Straße gelten eigene Regeln. Hohes Tempo ist nicht das oberste Ziel. Viel wichtiger, die Maschine auf dem Untergrund zu beherrschen. Alle erreichen das erste Etappenziel. Abbiamo percorso circa 20 km per ora e abbiamo già avuto tre cadute. Una da ferma e due andando. E una mi ha spaventato parecchio perché ho proprio sentito il casco che sbatteva sull'asfalto. Però per fortuna non si è fatta nulla di che. Zwei Tage testen die Frauen ihre Grenzen. Diese Nacht werden sie im Zelt verbringen. Das intensive Erlebnis schweißt zusammen. Visto che in tanti ambiti sei sempre una minorità, devi sempre provare qualcosa, quindi devi sempre fare di più. Invece qua puoi fare quello che riesci e sentirti confidente comunque. Tödliche Unfälle sind im Enduro-Sport selten. Doch passieren kann schnell mal was. Nebel und Regen fordern die Frauen heute besonders. Aber keine von ihnen möchte deswegen aufgeben. Io in generale credo che le donne siano addirittura più coraggiose degli uomini, perché fin da quando sono bambine non gli viene insegnato ad amare i motori. Quindi ci arrivano ad una determinata età e quando ci arrivano li si innamorano molto spesso. E molto spesso sono anche molto brave, tra l'altro, molto più di quello che loro credono. Quindi è veramente bello vedere sbocciare da un bozzolo una farfalla. Che sia uno sport in cui ci si può far male è abbastanza assodato, purtroppo. E io sono caduta molte volte, per fortuna non mi sono mai rotta particolarmente, cioè mi sono rotta il naso, mi sono dislocata una clavicola, insomma mi sono fatta un po' di ammaccature, però per i migliaia di voli che ho fatto credo in realtà di essere molto fortunata. Der nächste Stopp ist 20 Kilometer weiter. Längst hätten die Frauen in Pieve di Teco ankommen sollen. Am Treffpunkt wartet Enrica. Doch die Gruppe taucht einfach nicht auf. È successo qualcosa a Domitilla. Mi hanno mandato un video. È caduta dentro una. Ha avuto un incidente in moto. È caduta da un qualcosa. Non so niente. So che sono stati già allertati i soccorsi
Penso sia una cosa un po' grave. Das Zeltlager für die Nacht ist abgesagt. Keiner der Frauen ist nach Feiern zumute. Sie haben das Unglück hautnah miterlebt. Eravamo praticamente fermi. Stava accendendo la moto di un'altra ragazza in discesa. Qualcosa è andato storto, si è impennata e si è appoggiata al guardrail e è finita di sotto. Poi ero dietro, l'ho vista che andava giù, ma non sapevo che c'era, cosa c'era sotto. Quindi poi sono scesa, sono andata a vedere e abbiamo chiamato subito l'ambulanza. Della mia. Die Nacht werden sie jetzt in einem Hotel verbringen. Keine von ihnen soll allein bleiben. Allora, ragazze, le moto le mettete in garage, dormirete insieme abbracciate. Certo. E ceniamo qui, mangiamo qui. Nel frattempo, appena ho notizie, ti vengo a cercare. Ci spostiamo le moto. Sì. Ob das Bootcamp weitergeht, ist nicht sicher. Denn noch weiß niemand, wie schwer Domitilla verletzt ist. Oh, ja, wie macht das Motorrad? Das Risiko fährt immer mit. Das weiß auch Irene Kotnik. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft ist sie noch aufs Bike gestiegen. Ihr Partner Phil versteht das. Irene, ohne Motorrad gibt's nicht. Also auf gar keinen Fall soll sie das Motorrad vermeiden, weil es gefährlich ist. Sie kann morgen aus dem Haus raus, auf der Treppe ausrutschen, von einem Auto erfasst werden. Also ich versuche positiv zu denken in allen Belangen und würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, du steigst nicht mehr aufs Motorrad. Ich würde auch zurück aufs Motorrad. Alles ausprobieren, ohne Schranken im Kopf. Das wollen die beiden auch für ihre Tochter. Wir gehen jetzt auf den Bauch. So. Oh ja. Das kann sie ja mittlerweile. Schau mal. Oh, eine Sekunde. Ich würde ihr gerne mitgeben, Mut, Kraft, Stärke. Sie soll keine Angst haben. Du machst eh dein eigenes Ding. Du süße kleine Maus, du. Ja. Ja. Irene und Phil sind seit 2 Jahren zusammen. Der 40-jährige Schweizer war eigentlich nur bei Freunden in Berlin zu Besuch. Doch dann kam Irene. Ich fand es natürlich toll, dass sie mich mit dem Motorrad abholt beim zweiten Date. Ich denke, das war auch so ein bisschen aus ihrer Perspektive ein Joker, den sie gezogen hat, weil sie wusste, ich fahre Motorrad, ich schraube Motorrad, ich stehe darauf. Und dann ist sie auch gleich losgebrettert wie eine Irre und hat uns was abgeschossen auf der Autobahn. Also das war dicke Post, ja. Sie fährt wie eine Sau. Aber das ist auch cool. Eine gleichberechtigte Motorradszene ist Irene wichtig. 2016 hat sie die Petrolets gegründet. Ein Festival und eine Community nur für Bikerinnen. Denn das hat ihr in Deutschland einfach gefehlt. Es ist schön, eine Ausfahrt zusammen zu machen, aber auch ausgelassen zu feiern und auch was dabei zu lernen. Und dieser magische Punkt, an dem man sich so befreit fühlt und einfach so sein kann, wie man ist, da passiert was unter den Frauen. Oh, schön, dass es geklappt hat. Oh, hallo, hallo, hallo. Für den Nachmittag hat Irene babyfrei und will eine kleine Tour mit ihren Bikerfreundinnen machen. Das muss ich auch immer sagen, wenn mich Frauen angucken, von wegen, na, macht das denn Spaß mit so vielen Frauen? Es ist ja auch ein bestimmter Schlag an Frauen, die da zusammenkommen. Das sind Frauen, die das Steuer selbst in der Hand halten, sag ich immer gerne. Es sind Frauen wie Betty. Die 57-Jährige hat das Fahren schon als Kind gelernt. Mit Irene teilt sie die Liebe zum Motorrad. Motorradfahren ist so ein Powerding, was Frauen auch jung hält oder auch wirklich zusammenhält. Und das habe ich mit anderen Freundschaften halt nicht so. Seit 5 Jahren ist auch Mary dabei. Irene hatte sie als Musikerin für ein Petrolets-Festival gebucht. Danach war klar, Mary macht den Führerschein. Kann ich starten?
Ich finde schon, dass es extremst empowert. Also auch schon, ich persönlich finde es ziemlich stark, wenn so ein Motor unter meinem Arsch ist. Immer mehr Frauen sehen das genauso. Im letzten Jahr haben knapp 47.000 den Motorradführerschein gemacht. Ich bin adrenalinsüchtig. Das Motorradfahren an sich gibt mir, so cheesy wie es klingt, einfach Flügel und eben mal frischen Wind um die Nase. Doch das Wetter spielt heute nicht mit. Die Ausfahrt droht bereits kurz nach dem Start ins Wasser zu fallen. Starker Regen ist immer ein Sicherheitsrisiko. Die Sicht ist eingeschränkt, die Straße glatt. Also lieber abwarten. Es gibt ein Restrisiko, das kann ich für mich minimieren. Und der Rest ist wirklich Schicksal. Und so fahre ich Motorrad, weil wenn ich Angst hätte, darf ich da nicht fahren. Weil mit Angst verkrampft man dann oder fährst unsicher und dann passiert erst was. Also das ist der Trick, sich frei zu machen. Guck, dass du die Maschine, die unter dir ist, dass du die im Griff hast. Weil du musst die Maschine beherrschen, nicht umgedreht. Ganz wichtig. Zusammen auf der Straße kommt dann endlich das Girl-Gang-Gefühl auf. Eins ist klar, den Spaß wollen sie nicht den Jungs überlassen. In Italien gibt es nach dem schweren Unfall im Bootcamp gute Nachrichten. Domitilla hatte einen Schutzengel. Das Unglück hat sie mit Verletzungen überlebt. An die Stunden davor und danach erinnert sie sich aber nicht. Dove sono circa 20 metri, che sono sette piani. Cioè veramente non mi ricordo assolutamente niente di tutto questo, è assurdo. Assurdo. Oltre a farmi paura, ma non sì. Die anderen Fahrerinnen haben ihr Videos von der Unglücksstelle geschickt. Vedere le foto è sì, è scioccante, più che altro ti fa realizzare veramente che cosa poteva succedere. È veramente spaventoso vedere questi video, però dall'altra parte, per fortuna avevo tutte le protezioni, veramente per fortuna ho tenuto sul casco anche nel riaccenderle la moto, insomma, quello ha fatto tanto la differenza, ecco, e mi sento molto molto grata per come è andata alla fine. Es ist aber längst nicht alles ausgestanden. Domitillas Handgelenk war mehrfach gebrochen. Die Nerven wurden verletzt. Sie konnte nach dem Unfall ihre Finger nicht bewegen. Mit Physiotherapie will sie es in den Griff bekommen. Auch für ihren Mann und ihren Sohn war das ein Schock. Però effettivamente mio figlio era proprio arrabbiato. Dovevi mettere il casco, il casco. Ma amore, io ce l'avevo il casco, non c'entra niente. Però ovviamente spiegare la dinamica dell'incidente a un bambino di 3 anni magari è un po' troppo. Nach dem Unfall ist nichts wie es vorher war. Ob Domitilla wieder Motorrad fahren kann, weiß sie noch nicht. Aber so schnell will sie diesen Teil ihres Lebens nicht aufgeben. Rückschläge kennt auch Domitillas Freundin Enrica. 12 Jahre ist sie professionell Rennen gefahren, international, Unfälle inklusive. Und sie hat sich immer aufs Motorrad zurückgekämpft. La moto è la mia vita. Non potrei fare altro senza la moto. È il mio lavoro, la mia passione, il mio tempo libero. È veramente il 100% della mia vita. È una grande passione. Ein paar Erinnerungen aus ihrer langen Karriere hat Enrica behalten. Aber für alle Preise war einfach nicht genug Platz. 5,
Questo qui è il mio, la mia prima medaglia d'oro. E sono molto orgogliosa perché nel 2000 io avevo appena cominciato, quindi è la mia secondo anno di corsa e ho vinto un campionato italiano, ero felice, è stato proprio bello. Als Rallyefahrerin hat Enrica gelernt, alles selbst zu reparieren. Io faccio così, guarda. Blocco. No, lo so, prima lo blocco, quando è dentro. Dato? Sì. Heute hat sie einiges an ihre Mitarbeiter abgegeben, denn ihr Verleih- und Tourengeschäft läuft gut. Quando io sono piccola è stata una battaglia. Ho combattuto per tutto, per essere uguale a mio fratello, uguale ai miei fratelli, per ottenere delle concessioni da mio padre, perché io non volevo fare una vita inquadrata da donna. Vicino? La donna nasce emancipata. Devono smetterla di trovare delle giustificazioni e vivere la vita con forza e con coraggio. Ce l'hanno il coraggio dentro, però lo devono tirare fuori. Nessuno andrà mai da loro e li aiuterà. Devono farlo in autonomia, tutte indiscriminatamente. In Berlin zeigt Irene Petrolets Neuzugang Bella, wie eine kleine Inspektion funktioniert. Also wir könnten das halt mit einer Nuss schön einfach. Ne? Dabei kann die Neue gleich richtig mit anpacken. So hat es Irene auch gelernt. Ihre Vorliebe für alte Motorräder hat ihr gar keine andere Wahl gelassen. Ich weiß noch, meine damalige Mitbewohnerin hat gesagt, Irene, du schiebst dein Motorrad mehr, als dass du es fährst. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, ich bin anfangs sehr oft liegen geblieben. Aber weil ich sie halt auch selber immer wieder was dran gemacht habe und umgebaut habe. Und so musste ich halt mit der harten Schule lernen. Hier, weil die durchdreht. Guck mal, die dreht durch. Na ja, dann müssen wir von hinten dann gegenkontern. Bella hat keine Berührungsängste mit Technik. Trotzdem findet sie es angenehmer, wenn es eine Frau erklärt. Jetzt fest. Oh, der ist bombenfest. Bombenfest. Ich fühle, dass ich jetzt hier nicht die Kleine bin, die irgendwie so was Neues lernen will und dafür sich erstmal klein machen muss, sondern wir reden hier auf Augenhöhe und ich kann irgendwie das. Ich habe das Gefühl, ich nehme sogar mehr mit, weil ich jetzt nicht hier erst noch so eine Hierarchie, so ein Gefälle irgendwie energetisch ausgleichen muss. Das ist definitiv was mit dem Vergaser, weil da ist das Gemisch nicht gut. Ja. Das ist viel zu. Ja, sonst bist du ja, du wechselst ja ständig deine Zündkerzen, ne? So, und dann mache ich die erstmal von der Hand, ne? Ja. So, ne? Perfekt. Okay, und dann? Mhm. Dann kann er wieder drauf? Dann kann der wieder drauf. Okay. In Italien stellt sich Domitilla ihrer größten Herausforderung. Der Sturz ist knapp 3 Monate her. Zum ersten Mal will sie heute wieder auf die Maschine steigen. Non credo ci sia un momento ideale per tornare in sella. La cosa importante sicuramente è farlo con la giusta testa e quando si è veramente pronti. Wow. Ci sono tanti insegnamenti che può dare l'enduro che possono essere traslati anche sulla propria vita. E credo sicuramente il primo sia quello di non abbattersi e resistere nonostante le difficoltà. Ecco, quindi che sia dopo un incidente, che sia dopo un problema al lavoro, che sia dopo insomma, un problema familiare, il tenere duro e concentrati sul proprio obiettivo e andare avanti. Aufgeben war nie ihre Sache. Mit ihrer Enduro hat Domitilla schon oft Grenzen erkundet. Aber nie war ihr Herzschlag höher als heute. Beh, tornare in sella è bellissimo, bellissimo. Però insomma sento che devo tornare in sella, quindi non vedo l'ora. Enduro heißt aufstehen und weitermachen. Und Domitilla ist auf dem besten Weg.